Wir wollen heute nicht nur Gedichte, Songs und Prosa von Kurt Tucholsky hören, sondern auch den Menschen Tucholsky näher kennen. Dass es ein Sohn werden würde, wusste die Frau noch nicht. Sie sah auf den Mann, der schlief mit halboffenem Mund, schlecht rasiert, schwitzig um die Nase herum. Man möchte immer eine große. Es lastet auf dieser Zeit der Fluch der Mittelmäßigkeit. Der Mensch zerfällt in zwei Teile. In einen männlichen, der nicht denken will, und in einen weiblichen, der... In einen weiblichen. Wer je in diesen Haaren sich gesonnen. Aber ich tobte mit dem Kreuzworträtsel umher und ich wollte mich nicht runterkriegen lassen. Ich beschloss, ein Ende zu machen. So oder so, so ging es nicht mehr weiter. Man möchte immer eine große Lande. Er verreckte bei Verdun. An demselben Tage, an dem der General Falkenhayn den Orden Güllemerit bekam. Man möchte eine helle Pfeife kaufen. Werden die Menschen es niemals lernen? Gibt es ein Ding, um das es sich lohnt? Und wer ist es, der da oben und von oben bis unten bespickt mit Orden und immer nur befiehlt, morden, morden? Wir dachten unter kaiserlichem Zwange an eine Republik und nun ist's die. Man möchte immer eine große lange. Dann bekommt man eine kleine dicke Sellerie. Wo kommt die Löcher in Käse her?